Was macht denn die Repulsine? Fragt ihr euch jetzt. Bei mir ist er momentan erstmal als das hier gelandet. Ich will erstmal meine Luft ein bisschen säubern hier in meinem Zimmer. Jetzt im Winter, ne, wo man Strom und Gas sparen muss, darf man ja nicht mehr so viel lüften. Aber saubere Luft braucht man ja trotzdem irgendwie. Und so eine ähnliche Anleitung, nur mit einem runden Glasgefäß und da drin eine Apparatur, die praktisch die Luft, ich glaube auch mit so einer, mit einer so einer Scheibe da irgendwie verteilt und dann die Luft praktisch durchs Wasser durchzieht. Das habe ich schon mal auf MDR Genial gesehen, vor Jahren. Ich habe den Beitrag aber nie wieder gefunden, leider. Aber so viel ist zumindest hängen geblieben, dass es vielleicht was bringt, Luft durch Wasser zu saugen, dass dann eben die Dreckpartikel von der Luft in dem Wasser hängen bleiben. In der Doku von MDR Genial wurde da irgendwie gesagt, da ist dann auch noch ein kleines bisschen Öl dem Wasser zugesetzt worden, dass sich dann diese Staubpartikel dann mit dem Öl verbinden. Das werde ich hier vielleicht in Zukunft mal probieren. Ich weiß nicht, wie sich das Öl mit dem Plastik verhält. Das mit dem Plastik ist ja sowieso noch, das ist ja nur ein Prototyp, ne? Da können wir natürlich noch das alles viel, viel besser beschichten, dass das Wasser dann auch die jeweiligen Informationen dann mit übernimmt. Ne? Also irgendwelche Element-Feng Shui-Leute, die werden sich jetzt hier voll an die Irmse greifen, weil das ist ja alles Plastik, wo das hier drüber geht. Und da nimmt mein Wasser jetzt ja ganz viel Informationen vom Plastik auf. Hier oben habe ich noch ein bisschen Bleikristall hingemacht. Ja. Und dann kommt das Wasser hier in der Mitte praktisch, hier unten wird Luft reingepumpt mit dem grünen Schlauch in dieses Rohr. Und dann steigt es eben hier ganz hinauf, bis hier oben das dann eben wie eine Fontäne rauskommt. Oben drüber musste ich sowas wie einen kleinen Regenschirm machen, dass mir nicht die ganze Bude voll spritzt, und dann tropft es hier dann auf die Scheibe und wird hoffentlich durch die Fliehkraft nach außen geleitet, weil in der Mitte habe ich ein Kugellager drin und das sollte eigentlich keine Nässe abbekommen. Bin ich mal gespannt, wie lange es hält, deshalb hier jetzt gleich mal das Video für euch. Mit der fliegenden Repulsine müssen wir erstmal noch ein bisschen warten, wie es immer so ist. Wir bekommen zuerst das, was wir brauchen und nicht das, was wir wollen. Und das, was wir brauchen, ist es vielleicht so eine Art Luftreiniger erstmal. Ne, irgendwie ist auch Radix irgendwie dem Gedanken verfallen, weil er hat jetzt doch erstmal eine Repulsinenscheibe kreiert, die auf maximale Verdauung, so wie er sagt, ausgelegt ist. Also hier ist noch nicht die Kudu-Form im Wellenquerschnitt drin. Ne, das sind einfach 1, 2, 3, 4, 5 Wellenberge. Die unten ist nicht so richtig ausgedruckt worden. Und die ziemlich spitz, also in der Mitte ziemlich spitz werden, dass die Fläche halt so groß wie möglich wird, dass da so viel Luft wie möglich durchsausen kann. So, nehmen wir noch einen Referenzwert von unserem CO2-Messgerät. Also so ein Schätzmeter ist das. Aber mal gucken, wie sich die Raumluft jetzt in den nächsten Minuten verändert. Also hier war ja gerade jemand drin gewesen, der hat eine Zigarette geraucht, das ist ungefähr 20 Minuten her. Und es riecht auch noch ein bisschen danach. Und ich habe jetzt alle Türen verrammelt. Und mal sehen, wie lange es braucht. Das hier wird dann praktisch die Oberseite von der Wellenscheibe. Also Respekt, Radix. Das ist ja schon die, weiß ich, die vierte oder fünfte Version, die du da jetzt raushaust, und immer wieder Verbesserungen und immer wieder neue Ideen. Ich bin mal gespannt, wie das hier so läuft. Ich weiß nur nicht so richtig, ob hier, wenn außen dann irgendwelche Schrauben befestigt werden sollen, ob das dann nicht eher wie Geschosse wird, aber wir können es ja wirklich erstmal als Verdauungsmaschine benutzen. Ne? Man muss sie ja nicht gleich auf irgendwelche immensen Drehzahlen bringen, dass das hier wie ein Geschoss wirkt. Das sind bis dahin bestimmt noch ganz viele andere Sachen möglich. So, und dann hier gleich nochmal die Möglichkeit, die Theorie der Erzeugung des nötigen Wasserstoffes zu erklären, die wir da erörterten.
Die Lena hat mich da auf einen wunderbaren Gedanken gebracht. Und zwar hat sie gemeint, naja gut, wenn hier in der Mitte dann, da wo dieses rote Ding da jetzt ist, ne, zwischen den Platten, der Piezo sitzt und da praktisch immer Hochspannung gemacht wird, dann kann man doch die Luftfeuchtigkeit gleich an der Stelle eine Elektrolyse unterziehen und da entsteht doch Wasserstoff und Sauerstoff. Ne? Und dann hätte man seinen nötigen Sauerstoff, den man da, seinen nötigen Wasserstoff, den man da bräuchte. Und auch ein sehr interessantes Gespräch mit Andreas Körber hatte ich da neulich gehabt. Der guckt sich die ganze Elementarchemie aus den Augen von 1870 an. Das PDF hier unten verlinke ich dazu gleich mal. Ne, The Principles of Light vom Baptist oder wie er heißt. Und da geht es um irgendwelche Anus. Ne? Und da hat er mir irgendwie berechnet, na gut, wenn du hier ganz viel Stickstoff in der Luft hast und das praktisch auch noch Elektrolyse unterziehst, dann könntest du da mit seiner Anu-Berechnung Kohlenstoff draus machen. Das müsste ich dann nochmal alles so im Detail mal nachvollziehen. Aber dann hätten wir zumindest die Erklärung, warum der Fritz nie von Stickstoff redete, sondern immer von Kohlenstoff redete. Also wenn hier oben jetzt der Piezo zur Hochspannung macht und die Kappe hier negativ geladen ist und die Platten hier drin meinetwegen positiv geladen sind, dann könnte man dazwischen praktisch eine Elektrolyse stattfinden lassen von der Luftfeuchtigkeit, die dann die Luftfeuchtigkeit in Wasserstoff und Sauerstoff aufspaltet. Der leichte Wasserstoff dürfte dann in der Mitte durchgesogen werden nach unten. Und der Stickstoff könnte sich womöglich in Kohlenstoff verwandeln, der dann durch die Platten wandert und dann auch hier unten wieder zusammenkommt. Ist dann halt nur die Frage, was entsteht dann hier unten wirklich? Entsteht dann hier unten nur Wasser? Das wäre ja krass. Ist das dann eine Wassermaschine? Wäre dann das die Erklärung, warum das jetzt heißt, wir sind im Wassermannzeit? Nee, Quatsch. So ein Quark. Alles nur Zufall, oder? Naja. Ganz so exzellent, wie ich mir es vorgestellt habe, ist es nicht geworden. Zumindest gute Luftqualität haben wir jetzt nach ein paar Stunden hier drin, nachdem alle Türen zugelassen wurden. Ja. Weiß jetzt auch nicht, ob es was bringt oder ob es nichts bringt. Es macht auf alle Fälle ein sehr schön angenehmes Geräusch. Ich habe Kumpels und Kumpelinen, die haben mir gesagt, Thorsten, mach davon bitte eine 10 Stunden Nonstop-Aufnahme und stell sie auf YouTube. Du wirst echt Millionär. Andere haben das ganz gern, wenn da irgendwas so klingt wie eine Kaffeemaschine Nonstop. Mal schauen, ob ich es noch mache. Mal gucken. Hier ist es übrigens die Wasserpumpe dazu. Das ist eine normale Aquariumwasserpumpe, die mir dann hier durch diesen Schlauch die Luft hier reinpumpt. Hier unten geht die Luft rein. Und ich finde es aber schön, dass jetzt hier unten drin fast nur klares Wasser ist. Und ihr seht, naja. Sind das Luftbläschen, was da alles so rumwuselt? Aber jedenfalls, am Anfang war das Wasser irgendwie viel dreckiger, als ich begonnen habe. Und der ganze Rest liegt jetzt hier unten. Hier unten, bevor es wieder reingeht, hier hat sich jetzt der ganze Dreck gesammelt. Ich muss dann mal noch ein bisschen Wasser auffüllen. Aber da könnte man auch noch so eine kleine Welle machen. Da könnten sich dann die ganzen schweren Stoffe sammeln, sozusagen. Die dann hier aus der Luft so rausgenommen werden. Ich muss gleich mal wieder ein bisschen auffüllen. Also, als Luftbefeuchter einwandfrei. Ungefähr so viel, wie ich es auffülle, ist mir in 2 Stunden in die Luft gegangen. Ne, so ungefähr war das vorhin befüllt, als ich angefangen habe. Als Luftbefeuchter geht es auf alle Fälle super. Naja, mal gucken, was dabei noch so alles rauskommt. Ich nehme es erstmal weiter als
beruhigende Hintergrundgeräusche, als Luftbefeuchter und als Luftreiniger. So, und dann nochmal ganz kurz zur Konstruktion des Ganzen, so wie ich das momentan mache, weil ich da gerade mitbekommen habe, da gab es noch Fragezeichen. Also als Grundlage nehme ich einen stinknormalen Lüftermotor. So sind die Dinger aufgebaut. Hier kommt dann normalerweise noch eine Wicklung rum. Der ist jetzt ohne Wicklung dargestellt. Und das sind so Außenläufermotoren dann. Also das Ding hier, das dreht sich dann sozusagen. Ne? Ja, und dann kommt da drauf dann eigentlich nur die Welle. Ne? Das dreht sich dann. Und dann kommt hier die Welle drauf. Die Wellenscheibe. Hier das in der Mitte soll jetzt mal meinen Schauberger Zement repräsentieren, der dann hier dazwischen kommt. Ja, das wäre dann unser jetzigen Erachtens sowas wie so ein Piezo. Ja, und wenn man dann immer Druckänderung drauf gibt auf den Piezo, kommt dann Spannung raus. Da gibt es auch schon Anleitungen dafür, wie man richtige fette Piezo-Discs sich machen kann. Ne? Hier, das ist jetzt nur ein ganz, ganz kleiner. Ne? Und der reicht schon aus, damit er Spannung so von 20, 30 Volt kreieren kann. Wenn man einmal drauf drückt, dann will ich mir nicht ausmalen, was dann ein Piezo schon in der Dicke auslösen kann. Ne? Da kommt dann hier drauf. Und dann kommt, das sind momentan die aktuellen Wellenscheiben, die eifrige 3D-Designer entwerfen. Die Wellenscheibe ist jetzt auf maximale Verdauung ausgelegt. Ne, da ist noch nichts mit Kuduhorn als optimalen Querschnitt. Mal sehen, ob das auch schon reicht, um ein Pulsieren zu starten. Jedenfalls müssen die ja dann pulsieren, damit der hier in der Mitte diese Pulse bekommt. Und wenn die Pulse dann gestartet werden, dann wäre es wohl möglich, die Luftfeuchtigkeit hier in Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten. Deshalb muss da vielleicht auch ab und zu mal Wasser nachgetankt werden, damit es richtig gut funktioniert. Und aus der Luftfeuchtigkeit oder aus dem Wasser dann zumindest hat man dann seinen Wasserstoff und seinen Sauerstoff. Der Wasserstoff würde dann durch die Mitte durchgesaugt werden, nach ganz unten. Deshalb müsste man dann hier eine Welle nach unten kreieren. Ich habe das bei mir so gelöst, die Kugellager rausgemacht. Und dann kann ich mir anstelle von den Kugellagern, hier, ich habe so einen Kohlefaserstab, könnte auch alle möglichen anderen Stäbe bestimmt auch nehmen. Der steht dann hier so halbwegs fest drin, kann sich aber leicht nach oben und unten bewegen. Ne, also nicht ganz starr machen, sondern etwas gleitend. Und an der Unterseite habe ich dann eine Feder platziert. Ne, oben ist dann ein Kugellager an der Stelle. Machen wir es mal so hier. Also oben wäre dann ein Kugellager. Und hier, das müsste dann mit einer Mini-Drehmaschine rausgedreht werden, dieses mittlere Teil. Und anstelle von der mittleren Welle müsste dann hier oben ein Kugellager eingesetzt werden. Ja, und dann kann man das Kugellager dann einfach auf die stehende Welle hier drauf stecken. Und man kann es nach oben und unten ein kleines bisschen bewegen, wenn man dann hier eine Feder reinmacht. Hier oben vielleicht dann auch noch eine Feder, dann kann man es nach oben und nach unten ein kleines bisschen bewegen. Das mache ich bei den nächsten Versionen. Bei der ersten Version, die hier läuft, kann man es nur ein kleines bisschen nach unten bewegen, dass es etwas verändert ist. Ja, aber wenn die dann richtig loslegt, dann zieht die ja nach oben. Die Repulsine, also müsste eigentlich eher nach oben federnd gemacht werden. Das werde ich dann bei den nächsten Versionen machen, aber so dass ihr mal einen Überblick habt, wie man das ungefähr machen kann. Na, und der Rest muss dann auch klar sein. Die drehen sich dann, die Luft wird hier außen drauf geschleudert auf den stehenden Ring. Das wird umgeleitet, damit es nicht volle Kanne direkt außen gegen das Gehäuse knallt, weil das ist ja dann da drin. Na, und dann müsste dann halt von der Scheibe dann das Loch noch. Das Loch noch so groß ausgebohrt werden, dass das hier durchpasst. Ne? Die muss ja dann hier durchgucken, die Welle, und dann müsste praktisch die zwei Scheiben müssten dann
hier drauf. Schön bündig dann hier runter zu. So, seid ihr im Bilde?